Hallo, hallo, hallo. Ja, herzlichen Dank, Stefanie Strohenrest. Danke an dich und all die Kollegen, die die Zukunft der Landwirtschaft trotz allem schon einfach begonnen haben. Und danke auch an alle, die so gern das kaufen, was die machen, weil nur zusammen funktioniert's. Denn wir wissen, wie Landwirtschaft gemacht hat. Das hat damit zu tun, wie es unserer Umwelt geht und unserem Klima. Das weiß einer auch ganz genau, nämlich der Chef von einer der größten Umweltverbände in Deutschland, dem Bund für Umwelt und Naturschutz, Hubert Weiger. Herzlich willkommen. Ja. Was hat es damit zu tun, wie wir Landwirtschaft machen und was müssen wir anders machen? Liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Natur-, Umwelt-, Tierschützer, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, welche den Verstand nicht an der Ladentheke nach der Geiz ist geil Mentalität aufgegeben haben, sondern welche erkennen, Landwirtschaftspolitik ist Gesellschaftspolitik. Und wenn es uns nicht gelingt, diese Form der Landwirtschaft zu verändern, die seit Jahrzehnten in Deutschland, in der Europäischen Union betrieben wird, haben wir alle keine Zukunft. Denn von der Landwirtschaft hängt unsere Existenz ab, nicht nur in Form unserer Lebensmittel, sondern Landwirtschaft ist verantwortlich für die Erhaltung der Tier- und Pflanzenarten, genauso wie für sauberes Wasser, für reine Luft, auch für die Erhaltung des Klimas. Und wir betreiben in Europa eine Landwirtschaft, welche tierfeindlich ist, welche bauernfeindlich ist, welche umweltfeindlich ist, welche verbraucherschutzfeindlich ist. Und diese Landwirtschaft, die muss beendet werden. An wir werden Milliarden verdient. Wir finanzieren sie mit Milliarden Steuergeldern, aber sie ist nicht zukunftsfähig. Und deswegen muss eine Koalition, gleich wer sie bildet, endlich den Mut haben, im Interesse unserer Zukunft diese Landwirtschaftspolitik zu verändern. Wir stehen hier zum 8. Mal. Und als einer der Initiatoren unserer ersten Demo, wir haben es satt, werde ich natürlich immer wieder gefragt, ja, was habt ihr schon erreicht? Was haben wir schon erreicht? Warum fahren wir aus ganz Deutschland teilweise in der Früh um 1 Uhr in Bussen nach Berlin, um uns dort entsprechend zu treffen? Wir freuen uns natürlich, dass wir viele wiedersehen, die wir kennen. Wir freuen uns vor allem, dass viele junge Menschen bei uns sind. Aber was haben wir schon erreicht? Ich glaube, wir haben mehr erreicht, als uns bewusst ist. Denn inzwischen ist die Frage, wie Tiere gehalten werden, wie Tiere noch einen Lebensraum in der Landschaft haben. Die Frage der Zukunft unserer Bauernplätze, Bauernhöfe, keine Frage mehr von wenigen, sondern eine Frage, die die Mehrheit der Gesellschaft bewegt. Und damit haben wir Gesellschaftsmeinungen verändert. Und nachdem wir in einer Demokratie leben und wissen, dass 80-90% der Bürger genauso denken wie wir, wird eine demokratische Politik keine Politik gegen die Mehrheit der Gesellschaft auf Dauer durchführen können, auch wenn die Multis dagegen stehen, auch wenn ihre Einflüsterer natürlich das Gegenteil sagen, auch wenn die offizielle Wissenschaft das alles für unbedenklich erklärt. Nein, sie wird das nicht durchstehen. Und deswegen sind wir optimistisch, dass wir uns durchsetzen. Und das Erste, was eine neue Regierung beschließen muss, ist das endgültige Verzicht auf das schlimmste Pestizid, welches jemals weltweit entwickelt wurde, welches Hauptgewinnträger für Monsanto und Co. ist, nämlich Glyphosat. Das ist das Zentrale.
eine Politik, welche sich per Eid verpflichtet, Schaden vom Volke abzuwenden, muss dieses Mittel endgültig verbieten. Und muss endlich dafür sorgen, dass die Bauern, die so wirtschaften, wie das dem Interesse der Umwelt, wie das im Interesse der kommenden Generationen entspricht, nämlich nachhaltig, dass sie endlich für ihre Leistungen honoriert werden. Wir brauchen anständige Erzeugerpreise für artgerechte Tierhaltung und keine Geiz-ist-geil-Mentalität. Und da ist die Politik gefordert. Und wir brauchen endlich die Durchsetzung des Verursacherprinzips im Bereich der Massentierhaltung. Dann ist das nämlich beendet, wenn die Massentierhalter die Schäden, die sie verursachen müssen, am Wasser, am Boden, an der Luft, mit der Gesundheit von Menschen, wenn sie die dann auch selbst finanzieren müssen und nicht über die Steuerzahler finanziert bekommen. Gleichzeitig endlich Transparenz hergestellt wird, wenn wir wissen, was wir essen, dann kann der mündige Verbraucher, die mündige Verbraucherin an der Ladentheke entsprechend konsequent entscheiden. Und wir sind überzeugt, dann wird sie entsprechende Produkte genauso wenig nachfragen wie bei den Eiern aus der entsprechenden industriellen Tierhaltung. Euch alle, dass ihr gekommen seid. Jeder Einzelne, jede Einzelne ist wichtig, denn wir dokumentieren damit etwas ganz Entscheidendes. Der Widerstand gegen diese Politik, er ist nicht kleiner geworden, er ist größer denn je. Und die Politik muss handeln, sie muss endlich sich durchsetzen gegen die Kräfte, die dagegen sind, weil an der Landwirtschaftspolitik mehr verdient wird, als in der Landwirtschaft selbst erwirtschaftet wird. Danke.